Hey, im heutigen Video geht es um harmonisch und melodisch Moll. Im ersten Teil des Videos werden wir einen kleinen Exkurs zum Thema Funktionsharmonik machen und dann von da aus den Bogen zu diesen zwei speziellen Molltonleitern spannen. Ich werde erklären, wie und warum sie entstanden sind und wo man sie findet. Es erwarten euch also eine ganze Reihe praktischer Beispiele aus den Bereichen Klassik, Pop und Jazz. Viel Spaß! Ausgangspunkt unserer Überlegung ist die natürliche Molltonleiter, im Kirchentonleiter ABC auch äolisch genannt. Falls ihr noch nicht wisst, wie eine natürliche Molltonleiter gebildet wird, es gibt zu diesem Thema ein Basics-Video, in dem ich das ausführlich erkläre. Die beiden Tonleitern harmonisch und melodisch Moll leiten sich von der natürlichen Molltonleiter ab. Ich könnte euch jetzt einfach beide Tonleitern zeigen und kurz erklären, wo die Unterschiede liegen. Das hat dann aber keinen wirklichen Mehrwert. Ich möchte euch stattdessen erklären, wie und warum sie entstanden sind. Aber dazu müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Denn sowohl harmonisch als auch melodisch Moll haben ihren Ursprung in der sogenannten Dur-Moll-tonalen Funktionsharmonik. Ich weiß, das ist ein super sperriger Begriff. Ich werde versuchen, das möglichst einfach und nachvollziehbar zu erklären. Allerdings solltet ihr dafür grundlegend verstanden haben, wie man auf einer Tonleiter Stufenakkorde bildet. Das erkläre ich in einem anderen Video, was hier oben in der Infobox verlinkt ist. Kernelement der Dur-Moll-tonalen Funktionstheorie ist die Annahme, dass nicht alle Akkorde in einer Tonart gleichwertig sind, sondern im Gegenteil, dass bestimmte Stufenakkorde bestimmte Funktionen oder Rollen übernehmen. Der erste Stufenakkord, den man in der Funktionstheorie Tonika nennt, übernimmt die Rolle des tonalen Zentrums, bildet also eine Art Ruhepol, das, was unser Ohr als Zuhause empfindet. Der fünfte Stufenakkord, die sogenannte Dominante, tritt als Gegenspieler zur Tonika auf. Sie übernimmt die Rolle eines Spannungsakkords, der nach Auflösung strebt. Zurück zur Tonika. Wie ein Ort, den wir nach einer gewissen Zeit lieber wieder verlassen wollen. Der vierte Stufenakkord, die Subdominante, wird der Dominante häufig vorangestellt. In einer sogenannten Hauptkadenz, hier beispielhaft in der Tonart C-Dur, also einer 1-4-5-1-Bewegung, bringt die Subdominante die harmonische Bewegung ins Laufen und bereitet den Zuhörer auf die Dominante vor. Man kann den Verlauf der Kadenz ungefähr so beschreiben: Ruhe, Bewegung, Spannung, Auflösung. Diesem Dualismus zwischen Dominante und Tonika, also Spannung und Auflösung, kommt in klassischer Musik und gerade auch im Jazz eine immens große Bedeutung zu. Viel mehr, als das zum Beispiel in Popmusik der Fall ist. Die Spannungswirkung der Dominante liegt unter anderem im sogenannten Leitton-Effekt begründet. Als Leitton bezeichnet man den siebten Ton einer Dur-Tonleiter. Er liegt einen Halbton unter dem Grundton und strebt nach oben, hin zum Grundton. Verharren wir in einer Melodie zu lange auf diesem Ton, ergreift uns ein unbefriedigendes Gefühl. Erst durch Auflösung des Leittons zum Grundton klingt die Melodie abgeschlossen. Dieser Leitton ist in der Dominante, also dem fünften Stufenakkord, enthalten. Daher trägt der Akkord eine gewisse Spannungswirkung in sich. Wollen wir dieses funktionsharmonische Konzept mit Tonika, Subdominante und Dominante nun auf eine Molltonleiter anwenden, so stellen wir fest, eine natürliche Molltonleiter hat keinen leitereigenen Leitton. Zwischen dem siebten und ersten Ton, hier am Beispiel einer A-Molltonleiter, liegt ein Ganzton. Und dieser hat keine besonders aufstrebende Wirkung. Harmonisieren wir diese Tonleiter, so entsteht auf der ersten Stufe eine Molltonika. Deshalb diesmal ein Kleinbuchstabe T. Und auf der vierten Stufe eine Moll-Subdominante, klein s. Aber auch auf der fünften Stufe entsteht ein Mollakkord. E-Moll mit den Tönen E, G, B oder deutsch H, der per se keine besondere Spannung in sich trägt. Um die Dominante zu einem brauchbaren Spannungsakkord zu machen,
müssen wir an der Tonleiter eine kleine Modifikation vornehmen. Wir erhöhen den siebten Ton der Tonleiter um einen Halbton. Von G zu Gis. Dadurch entsteht ein brauchbarer Leitton und der Mollakkord auf der fünften Stufe wird zu einem Dur-Akkord. E-Dur mit den Tönen E, Gis, B oder Deutsch H, der als Spannungsakkord eingesetzt werden kann. Diese, sagen wir mal, Anpassung der natürlichen Molltonleiter hat harmonische Gründe. Wir wollen damit nämlich einen Akkord auf der fünften Stufe erhalten, der als spannungserzeugender Dominantakkord eingesetzt werden kann, im Sinne der dur-molltonalen Funktionsharmonik. Deshalb nennen wir eine Molltonleiter mit erhöhter siebter Stufe harmonisch-moll. Hier ein Beispiel für harmonisch-moll in klassischer Musik. Toccata und Fuge in D-Moll von Bach. Im gezeigten Abschnitt ist die siebte Stufe von D-Moll, also die Note C, zum Cis erhöht. Auch im Pop findet man diese Klangfarbe sehr häufig, zum Beispiel in Back to Black von Amy Winehouse. Hier findet man harmonisch-moll beim letzten Akkord der Form, A-Dur, der Dominante von D-Moll. Und so würde der Chorus des Songs ohne harmonisch-moll klingen. Die Moll-Dominante im letzten Takt klingt wesentlich spannungsärmer. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Popsongs, die harmonisch-moll gebrauchen. Hier noch ein paar Beispiele zum Reinhören. Und hier noch ein Beispiel für die Anwendung in Jazz-Improvisation, in einer Moll-251-Verbindung. Die 251-Verbindung ist gewissermaßen das Jazz-Äquivalent zur Hauptkadenz in klassischer Musik. Wir bleiben in der Tonart D-Moll. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung. Die drei Molltonleitern natürlich, harmonisch und melodisch Moll sind allesamt Klangfarben, die zum Tongeschlecht Moll gehören. Ein Musikstück, das in Moll steht, muss also nicht zwingend auf eine dieser Tonleitern festgelegt sein, sondern kann über seinen Verlauf auf alle drei Klangfarben zurückgreifen und sozusagen dazwischen hin und her switchen. Durch die Erhöhung der siebten Stufe entsteht zwischen dem sechsten und siebten Ton der harmonischen Molltonleiter ein übermäßiger Sekundenschritt. Also drei Halbtonschritte. Diesen Tonschritt bezeichnet man auch als Hiatus, lateinisch für Spalt. Dieser Tonschritt verleiht der Tonleiter ihren scharfen und orientalischen Klang. Sie wird deshalb auch gerne in Hardrock und Metal eingesetzt. Die scharfe Klangfarbe der Tonleiter kommt besonders dann zum Tragen, wenn man den fünften Ton bzw. den fünften Stufenakkord der Tonleiter als tonales Zentrum ansieht. Diesen Modus der harmonischen Molltonleiter nennt man kurz HM5, also harmonisch-moll vom fünften Ton ausgespielt. Hier ein Beispiel, wie HM5 in Hardrock und Metal eingesetzt wird. Wenn ihr mehr zum Thema Modes erfahren wollt, dann schaut unbedingt mein Video über Kirchentonarten und modale Harmonik, was hier oben in der Infobox verlinkt ist. Harmonisch Moll ist eine sehr eigenständige und hervorstechende Klangfarbe, die für viele Zuhörer einen klassischen oder barocken Sound in sich trägt, auch wenn sie in Popmusik eingesetzt wird. Der übermäßige Sekundenschritt zwischen dem sechsten und siebten Ton der Tonleiter bringt ein neues Problem mit sich.
Er klingt durch seine große Spanne von 3 Halbtönen weniger wie ein Tonschritt, sondern fast schon wie ein Tonsprung. Und das macht ihn, um mal beim klassischen Vokabular zu bleiben, unsanglich. Oder um das flapsig auszudrücken, der Tonschritt ist einfach blöd zu singen. Um dieses Problem zu lösen und trotzdem den Leitton zwischen dem 7. und 1. Ton zu erhalten, müssen wir auch den 6. Ton der Tonleiter um einen Halbton erhöhen. Von F zu Fis. Damit heben wir den unsanglichen Schritt zwischen dem 6. und 7. Ton auf. Das Ziel dieser Anpassung ist also, eine Tonleiter zu schaffen, die einen brauchbaren Dominantakkord auf der 5. Stufe hervorbringt, so wie harmonisch Moll, aber gleichzeitig auch gut singbar ist und eine weiche Melodieführung erlaubt. Deshalb heißt eine Molltonleiter mit erhöhter 6. und 7. Stufe melodisch Moll. Melodisch Moll hat irgendwie was Androgynes an sich, denn sie weist Merkmale sowohl einer Molltonleiter als auch einer Durtonleiter auf. Tatsächlich unterscheidet sie sich nur noch durch ihre Mollterz auf der 3. Stufe von einer Durtonleiter. Man kann auch sagen, dass die erste Hälfte aus einer natürlichen Molltonleiter und die zweite Hälfte aus einer Durtonleiter entnommen sind. In der klassischen Musiktheorie trennt man allerdings zwischen melodisch Moll aufsteigend und melodisch Moll absteigend. Die aufsteigende melodische Molltonleiter ist so, wie wir sie gerade kennengelernt haben. Mit erhöhter 6. und 7. Stufe. Diese Tonleiter würde man also bei einer aufsteigend verlaufenden Melodie verwenden. Bei einer abwärts geführten Melodie kann der Leittoneffekt allerdings nicht zum Tragen kommen. Das funktioniert nur, wenn der Leitton, also der 7. Ton der Tonleiter, nach oben zum Grundton geführt wird. Und das ist ja hier nicht der Fall, da die Melodie, wie gesagt, abwärts verläuft. Deshalb werden die Erhöhungen der 6. und 7. Stufe hier wieder aufgehoben. Melodisch Moll absteigend entspricht also der natürlichen Molltonleiter. Hier ein Beispiel für melodisch Moll in klassischer Musik. Bourré in E-Moll von Bach. In Takt 2 finden wir in einer aufsteigenden Melodie die erhöhte 6. und 7. Stufe. Cis und Dis. Noch im gleichen Takt bewegt sich die Melodie aber wieder abwärts und die Erhöhungen werden wieder aufgelöst, zu D und C. Dieser Abschnitt wird im weiteren Verlauf nochmals wiederholt. Und so würde das Stück ohne melodisch Moll klingen. Alle Erhöhungen sind aufgehoben. Das Stück steht jetzt ganz streng in natürlich Moll. Man muss hier aber anmerken, dass Bach, so wie viele andere Komponisten, dieser Konvention natürlich nicht sklavisch gefolgt ist. In vielen Kompositionen findet man die aufsteigende melodische Molltonleiter mit den beiden Stufenerhöhungen auch bei Melodien, die abwärts verlaufen. Im Pop findet man melodisch Moll im Gegensatz zu harmonisch Moll eher selten. Ein sehr populäres Beispiel dafür ist Yesterday von den Beatles. Der Song beginnt in F-Dur, moduliert dann aber direkt ab Takt 2 in die parallele Molltonart D-Moll, die in Takt 3 erreicht wird. Wir können hier feststellen, dass die 6. und 7. Stufe von D-Moll in Takt 2 erhöht sind. Im weiteren Verlauf des Stücks, in Takt 4, wo die Melodie dann absteigend verläuft, sind beide Stufenerhöhungen aber wieder rückgängig gemacht. Im Jazz allerdings gibt es die Unterscheidung in auf- und absteigend bei melodisch Moll nicht.
Hier werden die beiden Stufenerhöhungen auch bei abwärts geführten Melodien beibehalten. Melodisch Moll und ihre verschiedenen Modes spielen im Jazz eine extrem große Rolle. Die alterierte Skala beispielsweise, die gerne in Jazz-Improvisation eingesetzt wird, ist ein Modus der melodischen Molltonleiter. Das ist ein super umfangreiches Thema, mit dem man eigentlich nur in Berührung kommt, wenn man sich intensiver mit Jazz-Improvisation auseinandersetzt. Aber hier ein Beispiel für eine Moll-251-Verbindung, über die komplett mit verschiedenen Modes der melodischen Molltonleiter improvisiert wird. Nur damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Neben harmonisch und melodisch Moll gibt es eine Vielzahl weiterer Mollskalen. Auf all diese Skalen einzugehen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Harmonisch und melodisch Moll sind neben der natürlichen Molltonleiter die wichtigsten und meistverwendeten Mollklangfarben. Hier also nochmal eine kurze Übersicht über alle drei Skalen. Danke für euer Interesse. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch ein Like da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis bald!